6 Freundinnen und die 6. Freundin ist gestorben. Und die haben gesagt, ach nee, geht mir weg mit dem Pfarrer, das möchte ich alles nicht oder das wollen wir alles nicht. Wir machen nochmal so eine richtig schöne Feier. Dann haben wir den Verstorbenen, also den Sarg geöffnet, in die Trauerhalle gestellt, in unsere Trauerhalle. Dann haben wir denen eine Pizza bestellt, Musik angemacht und dann haben die einfach nochmal eine Party gefeiert zusammen. Mit ihrer Freundin, die halt im Sarg lag. Krass. Aber das hat ihnen total gut getan, weil es nicht so eine gedrückte Stimmung war. Natürlich, die Freundin ist tot, das ist blöd, die trauern alle sehr, aber die haben sich den Rahmen trotzdem positiv gestaltet und das hat ihnen gut getan und die waren, also die haben sich darüber gefreut, dass es diese Möglichkeit gibt, einfach mit ihrer Freundin nochmal Pizza zu essen.